our time. Okay, Ms. Manal, I'm sorry. Ja, das ist bei meinem Computer. So, ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich will in der Tat ein bisschen über ökonomische Fragen sprechen. Zwar nicht mikroökonomische Fragen, sondern makroökonomische Fragen vor allem. Also Dinge, die jetzt nicht im Zentrum des Studiums an dieser Hochschule stehen. Aber sie werden ja auch gelehrt, der Kollege ist ja anwesend, insofern ist es, glaube ich, schon relevant. Und ich will es auch gleich vorweg sagen, dass das, was ich vertrete, jetzt nicht die Mehrheitsmeinung der deutschen Ökonomen ist. Wobei man sich über Mehrheitsmeinungen das eine oder das andere Urteil bilden kann. Die Mehrheit hat ja nicht automatisch Recht in der Wissenschaft. Oft ist es sogar so, dass die Mehrheit systematisch Unrecht hat sogar. Sie hat oft Unrecht, sie hat manchmal sogar systematisch Unrecht. Weil eben bestimmte Lehren verteidigt werden, ohne dass es eine Grundlage dafür gibt, nur weil es die Mehrheitsmeinung ist. Manchmal werden auch Lehren verteidigt, weil es so angenehm ist, die Mehrheitsmeinung zu verteidigen, weil es eine Lehre ist, mit der man sich nicht politisch besonders positionieren muss, sondern die einfach so durchgeht. In allen Diskussionen, in politischen Diskussionen durchgeht und in Diskussionen mit den Wirtschaftsleuten, den Mächtigen in der Wirtschaft, gehen bestimmte Positionen eben sehr leicht durch, wie das heiße Messer durch die Butter sozusagen. Und andere Positionen gehen sehr schwer durch oder gar nicht durch. Und da kommt es auch immer ein bisschen darauf an, wie viel Mut man sozusagen aufbringt, auch als Wissenschaftler, um sich in solchen Diskussionen zu behaupten oder auch etwas zu sagen, was nicht der Mehrheitsmeinung entspricht. Und ich werde heute Abend mal ganz mutig sein, wie das so meine Art ist, und sozusagen alles gegen den Strich bürsten, was man so bürsten kann. Und ich will dann das nicht alles, kann ich natürlich nicht machen, aber ein paar Beispiele werde ich geben, dafür, wo man gegen den Strich bürsten muss, wo man kritisch denken muss, um überhaupt verantwortungsvolles Wirtschaftswissen zu verbreiten und verantwortungsvoll auch in dem Sinne zu sein, dass man der Politik Ratschläge gibt, die haltbar sind und die umsetzbar sind. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wir leben ja in Zeiten, wo die Dinge nicht gerade so wunderbar gut funktionieren. Vieles geht ja schief im Moment. Es ist ja nicht so, dass wir in einer Zeit leben, wo es keine wirtschaftlichen Herausforderungen gäbe. Genau das Gegenteil ist richtig. Wir haben mehr wirtschaftliche Herausforderungen im Moment in Europa insgesamt, aber auch in Deutschland, als es lieb sein kann und als offensichtlich die Politiker in der Lage sind zu lösen. Und es ist natürlich auch so, weil sie, ja, das ist eben meine zentrale Behauptung, weil die Politik in Deutschland, sage ich mal, die Mehrheitspolitik in Deutschland jedenfalls, einem ökonomischen Modell anhängt oder ökonomischen Ideen anhängt, die nicht haltbar sind. Und das kann man in einigen Fällen sehr leicht zeigen, in anderen Fällen ist es ein bisschen komplizierter. Ich werde es nicht alles in einer Stunde schaffen. Aber man kann in einigen Fällen sehr klar zeigen, dass sich der Mainstream nicht eben ernsthaft auseinandersetzt mit den relevanten Fragen, um die es geht. Und das will ich sozusagen ein bisschen steigern, den Schwierigkeitsgrad. Ich führe ein paar Vorurteile vor, die so in der Öffentlichkeit jeden Tag diskutiert werden, auch von den Ökonomen, oder behauptet werden, Dinge, die behauptet werden, aber nicht ernsthaft diskutiert werden. Und dann wollen wir sehen, was davon zu halten ist. Wie gesagt, das steigert sich ein bisschen im Schwierigkeitsgrad, deswegen ist es am Anfang noch ganz leicht und dann wird es ein bisschen komplizierter. Die erste Behauptung, das ist einfach eine empirische Behauptung. Ich hoffe, man kann es von hinten sehen. Es gibt die Behauptung, Deutschland boomt. Deutschland geht es ja alles gut, ist ja alles perfekt. Wir haben doch Wachstum, wir haben doch, alles läuft doch gut. Das ist eine einfache Reihe, die ich jeden Monat auf meinem Blog veröffentliche. Das ist die Produktion im sogenannten produzierenden Gewerbe in Deutschland. Das ist die
produzierendes Gewerbe ist Industrie und Bauwirtschaft zusammen. Wenn wir diese beiden Bereiche, Industrie und Bauwirtschaft, zusammen betrachten, dann stagniert Deutschland seit 2011. Das ist eine Reihe, die die Bundesbank so veröffentlicht, die habe ich nur abfotografiert sozusagen. Und wie man anhand dessen behaupten kann, Deutschland boomt, weiß ich einfach nicht. Und dennoch passiert es jeden Tag. Tag für Tag wird so etwas behauptet. Und das sieht man schon bei den einfachsten Zusammenhängen, bei den einfachsten Beschreibungen von Dingen, muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man ernsthaft mit den Dingen umgehen will, muss man sich die Zahlen selbst anschauen, muss man sich selbst ein Bild machen und darf sich nicht einfach darauf verlassen, was die Medien oder sagen wir die Mehrzahl der Ökonomen behauptet. Viele sagen auch, es geht aufwärts in Europa. Das kann man in diesem Bild sich sehr schön anschauen. Es geht nicht aufwärts in Europa. Gerade jetzt mit den Wahlen in Portugal und vor den Wahlen in Spanien hört man ja wieder, es geht überall aufwärts, ist eigentlich alles in Ordnung. Die Euro-Krise ist ausgestanden. Das ist alles falsch. Das ist mal der Vergleich des Bruttoinlandsprodukts in Europa, das ist die schwarze Linie, ist die Europäische Währungsunion und die gleiche Linie für die USA. Dazu muss man sagen, die USA haben einen sehr schwachen Aufschwung, einen schwächsten Aufschwung. Die USA haben den schwächsten Aufschwung nach 2008, den sie je gehabt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist im Vergleich dazu Europa. Geht ja alles gut. Ne? Ja, es geht nichts gut. Europa stagniert und gerade gibt es ein Anzeichen einer neuen Rezession. Und in 3 Monaten wird man diese Kurve so malen, dass es am Ende sogar wieder nach unten klingt. Das sind super einfache Beispiele, aber schon die zeigen, dass wir nicht einfach auf einem ethisch hohen Niveau diskutieren. Warum nicht? Weil wir nicht bereit sind, uns mit allen vorhandenen Informationen auseinanderzusetzen. Wir diskutieren gerne, wie gesagt, einfache Dinge, einfache Botschaften, die nicht auf Widerstand treffen. Wenn in Deutschland alle Medien sagen, es geht aufwärts und Deutschland boomt und Deutschland strotzt vor Kraft und was weiß ich alles, dann ist es nicht so einfach, sich hinzustellen und zu sagen, nein, das stimmt ja gar nicht. Aber immer muss man, irgendjemand muss es tun. Es muss immer mutige Menschen geben, die es dann doch tun. Wenn wir es nicht tun, täuschen wir uns ja dauernd über unsere eigene Lage. Und wenn wir uns über unsere eigene Lage täuschen, dann werden wir auch ganz grandiose politische Fehler machen. Und das genau passiert. Das war aber sozusagen der einfache Teil. Jetzt machen wir ein bisschen kompliziertere Zusammenhänge. Was jeder, wahrscheinlich lernt man das hier auch, ist gar kein Vorwurf von den Kollegen, das ist ganz normal, man lernt es an jeder Universität, ich erlebe das in Hamburg, ich unterrichte in Hamburg, erlebe ich das auch immer, dass meine Studenten, erst einmal, wenn ich sie treffe, fragen sie, ja, wie kommt denn die Inflation in die Welt? Oder jetzt haben wir ja Deflation, ne? Das ist noch komplizierter. Ja, woher kommt die Inflation? Nun, die Standardantwort fast aller guten Ökonomen, gut in Anführungsstrichen, ist, ja, Inflation kommt vom Geld. Haben wir alle mal gelernt, oder? Wenn zu viel Geld im System ist, dann gibt es Inflation. Vorne steckt man Geld rein, hinten kommt Inflation raus. Und? Was macht der Draghi gerade? Steckt ganz viel Geld ins System und es kommt hinten raus. Deflation. Was machen die Japaner schon 25 Jahre? Die stecken ganz viel Geld ins System, verrückt. Die wissen gar nicht mehr, wo sie es noch einstecken sollen ins System. Und es kommt hinten raus, Deflation. Und was machen die Ökonomen? Die merken das nicht so richtig. Die meisten jedenfalls. Ja, angesichts der gegenwärtigen Situation müsste jeder Ökonom müsste sagen, nein, diese These ist offensichtlich falsch. Es kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit behaupte, wenn man Geld ins System steckt, kommt die Inflation raus und in vielen Ländern der Welt, in den USA, in Europa und in Japan, in den größten Wirtschaftsregionen der Welt, wird ganz viel Geld ins System gepumpt, die Zentralbanken versuchen mit Gewalt Inflation zu erzeugen und nichts. Deflation. Und das hier ist ein bisschen anderer Zusammenhang. Da gibt es einen einfachen Zusammenhang, der wirklich furchtbar simpel ist. Das ist hier in Englisch leider. Lohnstückkosten, UFC, steht aber gar nicht da. Am Rand nur ganz klein. Lohnstückkosten und Inflation. Dann wird die Beziehung zwischen Löhnen und Produktivität und Inflation. Kann man auch ganz leicht erklären.
Wenn in einem Land die Löhne um 5% steigen, die Produktivität steigt um 2%, dann steigen die Lohnstückkosten um 5 minus 2 gleich 3%. So ungefähr, mathematisch nicht ganz exakt, aber ungefähr richtig. Und diese Lohnstückkosten ist also das Verhältnis dessen, was wir uns sozusagen als Löhne leisten, im Verhältnis zu dem, was wir leisten. Ja. Was wir uns als Löhne leisten, im Verhältnis zu dem, was wir leisten, denn die Produktivität ist unsere Leistung. Und das bestimmt über sehr lange Zeiträume jedenfalls, hier 70 bis 2013, 100% Inflation. Denn eine bessere Korrelation kann es auf dieser Welt nicht mehr geben. Einen engeren Zusammenhang haben nur Größen mit sich selbst. Und deswegen müsste doch eigentlich jeder gute Ökonom sagen, ja, dann haben wir es doch. Was ist denn, wenn wir Deflation haben? Dann steigen offensichtlich die Löhne zu wenig, ne? Müssen wir nur überall ein bisschen die Löhne erhöhen, dann ist das weg. Und sagt das jemand? Ja, ist vollkommen logisch. Nach diesem empirischen Befund. Haben Sie schon mal einen deutschen Ökonomen gehört, der das gesagt hat? Alle so, außer mir. Tja, den gibt es praktisch nicht, diesen Ökonomen, der das sagt. Ne? Warum sagt er das nicht, wenn der Befund so eindeutig ist? Da geht es wirklich um eine tiefgehende ethische Frage. Ne? Ich habe diese Grafik schon vielen Mainstream-Ökonomen vorgeführt. Letzte Woche noch ein Sinn. Hans Werner Sinn kennen Sie alle, der mit dem Automat. Dem habe ich das vorgeführt, wir haben zusammen diskutiert. Und dann kommt bei fast allen Ökonomen, herrschenden Mainstream-Ökonomen, die ich da vorführe, kommt ein wunderbarer Effekt. Die schauen nämlich nicht dahin, sondern die schauen dahin. Und die sagen, ja, das ist so, wer weiß. Dazu muss ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, eine kleine schöne Geschichte. Wenn Sie Bert Brecht lesen, Galileo Galilei, ich hoffe, die jungen Leute haben das vielleicht mal gelesen in der Schule, Galileo Galilei ist eine wunderbare Geschichte über einen Menschen, der aufmüpfig war, ne? Der eine besondere These hatte, der gesagt hat, huch, diese komische Erde ist gar nicht flach, sondern sie ist rund und der Himmel ist da oben drüber, das ist nicht, da hängen nicht die Sterne, sondern das ist ein Weltall, was gar nicht greifbar ist. Und das fand die Kirche natürlich nicht gut, aber die katholische Kirche fand das überhaupt nicht gut. Und da gibt es eine wunderschöne Stelle bei Bert Brecht, der hat das beschrieben, den Galileo Galilei und die Verfahren, die es darum gab. Das ist wirklich Verantwortung von Wissenschaft. Ne? Da gibt es eine wunderschöne Stelle, da beschreibt Brecht, wie die sogenannten Wissenschaftler und Philosophen Mathematiker kamen zu Galilei und haben gesagt, wir wollen mit dir einen formalen Disput führen über deine irrsinnigen Thesen sozusagen. Und da hat Galileo gesagt, ich will gar keinen formalen Disput mit euch führen. Schaut durch mein Fernrohr und dann seht ihr, wovon ich rede. Und was sagen die Mathematiker und Philosophen? Ach nein, da wollen wir jetzt nicht hinschauen. Wir wissen ja, dass du Unrecht hast. Aber sie wollen einen Disput mit ihm führen, aber sie wissen ja schon, dass er Unrecht hat. Und so ist es mit dieser Kurve. Wenn ich die vorführe, dann schauen sie immer alle weg und sagen, ah, wir wissen ja, dass es falsch ist. Ja, es ist aber nicht falsch. Aber wenn das richtig ist, das ist die Schlussfolgerung, verstehen Sie? Wenn das richtig ist, dann ist fast alles, was die Mainstream-Ökonomen glauben, falsch. Und das ist das Schreckliche, das ist die Drohung. Wenn ich da hinschaue, da muss ich zugeben, dass fast alles, was ich bisher geglaubt habe, falsch ist. Und was ist das Wichtigste, was ich bisher geglaubt habe in diesem Leben? Nun, das ist für die meisten Ökonomen, ist, dass der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein normaler Markt. Und das sind ja Löhne hier abgebildet, Löhne im Verhältnis zur Produktivität. Was passiert an einem normalen Markt, wenn man die Löhne senkt? Nun, was passiert? Dann sinkt die Arbeitslosigkeit, oder? Man kann es gerade sehr schön verfolgen in Griechenland. Griechenland hat die Löhne um 30% gesenkt und was passiert? Die haben jetzt Vollbeschäftigung, oder? Weiß doch jeder. Ja, ein klassischer Fall. Kann man ja mal hinschauen. Kann ich nachher auch gerne mal vorführen. Ja, man hat in Griechenland, Spanien, Portugal hat man überall die Löhne gesenkt um 20, 30%. Und was passiert?
Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Arbeitslosigkeit ist sogar dramatisch gestiegen. Das ist auch so ein wunderbarer Fall, wo man hinschauen muss, wo man einfach nur hinschauen muss, um zu sehen, dass vieles von dem, was man behauptet, einfach nicht stimmen kann. Nur wenn Sie ganz kurz einen Einwurf machen. Das ist eine komplizierte Frage, die wir nachher diskutieren. Abgelehnt. Ja. Was ist passiert in Griechenland? Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, nachdem man die Löhne gesenkt hat. Ganz eindeutig. Und Spanien auch und Portugal auch. Alle Länder, die versucht haben, die Löhne zu senken, haben Arbeitslosigkeit bekommen und nicht Arbeitslosigkeit abgebaut. Mit einer Ausnahme Irland. Darüber können wir dann gerne noch reden. Weil es ein ganz besonderer Fall ist. Ja, warum ist das so? Nun, in der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie, was passiert, wenn man die Löhne senkt? Nun, es passiert das, was an jedem Markt passiert. Nämlich, nehmen wir das Beispiel des Kartoffelmarktes. Hm? Was passiert, wenn der Kartoffelpreis sinkt? Die Leute essen mehr Kartoffeln. Hm? Auch nicht. Naja, gut, nehmen wir irgendwas anderes, wenn die an Kartoffeln nicht glauben. Aber das ist der normale Prozess, der Preis für etwas sinkt und es wird mehr davon nachgefragt. Hm? Und das ist die Idee am neoklassischen Arbeitsmarkt, man senkt den Lohn. Und dann wird mehr davon nachgefragt, weil dann kann der Unternehmer ja Gewinn bringen, sozusagen mehr Arbeit einsetzen und mehr produzieren und fragt dann die Arbeitskräfte nach. Nur wenn das stimmt, dann kann das nicht stimmen, weil wenn dann die Preise sinken, nachdem die Löhne gesunken sind, jedenfalls nach einiger Zeit, und wenn das über Fristen, sagen wir mal, gilt für alle Fristen, so ab 7, 8, 9, 10 Jahren, dann wissen ja die Unternehmer, dass die Löhne, wenn sie die Löhne senken, dass wenn die Löhne sinken, das gar nichts bringt, weil hinterher die Preise sinken. Wenn die Unternehmer wissen, dass die Löhne sinken und die Preise sinken, dann sinkt das nicht, was der Ökonom glaubt, was der entscheidende Preis am Arbeitsmarkt ist, nämlich der Reallohn. Der Reallohn. Wenn der Reallohn aber gar nicht sinkt, dann kann schon das von vornherein gar nicht passieren, was die neoklassischen Ökonomen glauben. Aber selbst wenn der Reallohn sinkt, und das ist dann tatsächlich passiert in einigen Ländern, was passiert dann? Wird dann sofort mehr Arbeit nachgefragt? Wenn ganz kurzfristig, wie in Griechenland, der Reallohn sinkt, wird dann mehr Arbeit nachgefragt? Nein, es wird nicht mehr Arbeit nachgefragt. Warum? Das kann man sich als Mensch auch ganz leicht überlegen. Als Ökonom ist das viel schwerer. Wenn Sie mal überlegen, dass morgen Ihr Lohn sinkt um 20%, was tun Sie denn übermorgen? Ja, Sie kaufen um 20% weniger ein, weil Sie ja gar keine andere Wahl haben. Sie kaufen sofort um 20% weniger ein, bitte, oder? Oder die Preise sinken, aber das wissen wir empirisch, die sinken ein bisschen später. Erst sinkt immer der Nominallohn, die Preise kommen dann danach. Aber erst sinkt die Nachfrage und deswegen sinken dann die Preise auch hinterher und deswegen ist dieser Zusammenhang so stabil. Wenn aber die Nachfrage sinkt um 20%, nachdem die Löhne um 20% gesunken sind, stellen dann die Unternehmer am Tag 3 20% mehr Leute ein? Nein, natürlich tun sie das nicht. Und wenn sie das nicht tun, dann gilt die gesamte neoklassische Arbeitsmarkttheorie nicht. Die ist dann einfach schlicht Quatsch. Und das kann man empirisch nachweisen. Man kann es über jede Frist nachweisen, dass es niemals passiert. Und das müsste man ja, daraus müsste man Konsequenzen ziehen. Daraus müsste man die einfache Konsequenz ziehen, dass man nicht einfach mehr dafür plädieren kann, dass die Löhne sinken. Oder man müsste die einfache Konsequenz daraus ziehen, wenn jetzt zum Beispiel Flüchtlinge kommen, das ist ja gerade eine der großen Fragen, ja, was passiert dann? Dann sagt der neoklassische Arbeitsmarkttheoretiker, Herr Sinn, hat es vorgestern gesagt, irgendwo im Spiegel oder so, ja, dann müssen die Löhne sinken. Natürlich müssen die Löhne sinken, weil es gibt jetzt mehr Leute und wenn die untergebracht werden, müssen die Löhne sinken. Aber wenn die Löhne sinken, sinkt ja die Nachfrage. Und dann? Denkt ihr, das ist falsch. Der Arbeitsmarkt funktioniert eben nicht wie ein Kartoffelmarkt, weil Kartoffeln fragen keine anderen Güter nach. Aber Arbeiter müssen alle anderen Güter nachfragen, die sonst produziert werden, die sie selbst produzieren. Und dadurch, darauf kommen wir auf ein ganz einfaches Prinzip. Nämlich eine Volkswirtschaft funktioniert nur dann, wenn diejenigen, die arbeiten, auch das so viel Geld haben, dass sie das nachfragen können, was sie produzieren.
einfach. Und wenn man denjenigen, die da arbeiten, weniger Geld gibt, so wenig Geld gibt, dass sie das, was sie selbst produzieren, nicht kaufen können, ja, was dann? Dann steht Arbeitslosigkeit. Das ist genau das Gegenteil dessen, was die herrschende Lehre behauptet. Behauptet genau das Gegenteil. Lohnsenkung vernichtet Arbeitsplätze. Und jetzt sagen alle, ja, aber was hat in Deutschland gemacht? Also ich muss noch einen Moment zurück. Was hat in Deutschland gemacht? Deutschland hat doch die Löhne gesenkt, oder? Und Deutschland geht so besser als in anderen. Und das stimmt auch. Aber jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, aber auch das kann man lösen. Man muss immer nur bereit sein nachzudenken, vorurteilsfrei nachzudenken. Ja, Deutschland hat die Löhne gesenkt und tatsächlich in Deutschland geht es besser. Also ist meine These von vorhin ja falsch. Jedem normalen Ökonom, mit dem ich diskutiere, letzte Woche Uni Marburg oder Kassel, der sagt sofort, ja, Deutschland ist ein Beweis, dass wenn man Löhne senkt, dann geht es gut. Auch falsch. Leider auch falsch. Warum ist es falsch? Nun, da muss man einen Moment drüber nachdenken, was eine Währungsunion ist. Wir sind ja in einer Währungsunion. Und eine Währungsunion, und dafür ist diese Grafik auch unheimlich wichtig, was ist eine Währungsunion? Und eine Währungsunion ist etwas furchtbar Einfaches. Eine Währungsunion ist eine Vereinigung von Ländern, die sich darauf geeinigt haben, was zu tun. Nicht alle gleich zu werden. Ne? Die müssen nicht alle gleich werden. Die müssen nicht alle die gleiche Zahl von Urlaubstagen haben. Die müssen nicht alle das gleiche Renteneintrittsalter haben. Die müssen nicht alle den gleichen Staatsanteil haben. Nein, die haben sich nur auf eine Kleinigkeit geeinigt, nämlich die wollen alle die gleiche Inflationsrate haben. Ne? Die wollen alle die gleiche Inflationsrate haben. Das war die Idee der Währungsunion. Und man hat die Inflationsrate auch festgelegt, die Europäische Zentralbank hat sie festgelegt auf 2%, 1,9, also etwas unter 2. Aber nicht weniger und nicht mehr. Und diese Gemeinschaft von Ländern, die sich auf eine gemeinsame Inflationsrate geeinigt haben, wenn man diese Grafik kennt, weiß man ja genau, was die dann tun müssen, jedenfalls über lange Fristen, über 10, 15 Jahre auf jeden Fall. Die müssen etwas furchtbar Einfaches tun. Ja, die müssen ihre Löhne erhöhen, entsprechend ihrer Produktivität plus 2%. Inflationsziel. Dann kommt raus, dass die Inflation in allen Ländern immer 2% ist. Und es ist kein Problem. Ja, das war die Idee der Währungsunion. Aber nicht mehr das schaffen wir, das zu kommunizieren. Wir können nicht darüber reden in der Öffentlichkeit. Frau Merkel sagt ja, die Griechen haben zu viele Urlaubstage im Vergleich zu Deutschland. Das ist erstens vollkommen uninteressant und zweitens falsch. Es ist uninteressant, weil es ja nur darauf ankommt, auf das Verhältnis meiner Löhne zu meiner Produktivität, nicht zur deutschen Produktivität, meine Löhne zu meiner Produktivität. Und das heißt nichts anderes, eine Währungsunion ist eine Vereinigung von Ländern, die was tun, nur die beschlossen haben, sich in vernünftiger Weise an ihre eigenen Verhältnisse anzupassen. An ihre eigenen Verhältnisse anzupassen, sodass am Ende keine Inflation und keine Deflation rauskommt. Dass immer 2% Inflation rauskommt. Das ist furchtbar einfach. Und hat es funktioniert? Nein, hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Kann ich wieder einen Sinn zitieren? Der Sinn sagt, es ist ganz einfach. Es hat nicht funktioniert. Warum? Weil die im Süden haben über ihre Verhältnisse gelebt. Griechenland hat die Löhne zu stark erhöht im Verhältnis zu seiner Produktivität. Spanien und Portugal auch. Und das ist das Problem. Sehen Sie, das ist so eine typische Behauptung, dass nicht nur Herr Sinn sagt, sondern etwa 90% aller Ökonomen in Deutschland würden diese Behauptung unterschreiben. Wenn wir jetzt einen Augenblick drüber nachdenken, stellen wir schon fest, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Denn wenn die im Süden da über ihre Verhältnisse gelebt haben, wir aber wissen, dass insgesamt die Inflationsrate genau bei 2% lag, jedenfalls bis zur Krise, dann kann ja einfach das mathematisch nicht ganz aufgehen. Ne? Wenn sich alle an die Inflationsrate gehalten haben, an das Inflationsziel, und die haben drüber gelebt, dann müsste ja logischerweise insgesamt die Inflationsrate drüber gelegen haben. Hat sie aber nicht. Was ist die Erklärung? Und wieder vollkommen einfach. Und einen haben drüber gelegen, ein paar haben drunter gelegen. Ne? Dann kommt vielleicht 2% durch raus. Und das kann man ja einfach testen. Diese Zahlen gibt es ja. Diese Zahlen sind ja kein
nichts, was ein Geheimnis wäre. Diese Zahlen gibt es alle. Und man muss diese Zahlen sich nur anschauen. Und dann schauen wir uns diese Zahlen mal an. Und darüber steht wieder die wunderbare Behauptung, die ist in Deutschland ja selbstverständlich ist, Deutschland hat alles richtig gemacht. Was sehen wir aber? Wir sehen, es gibt ein paar Länder, die haben was falsch gemacht. Jedenfalls gucken wir mal bis 2008, bis zur Krise. Das ist so. Ich habe ja auch einen Pointer. Bis hierhin sieht man deutlich, Griechenland hat klar über seine Verhältnisse gelebt. Spanien hat über seine Verhältnisse gelebt, Italien hat über seine Verhältnisse gelebt. Diese schwarze Linie ist das Ziel, das europäische Inflationsziel. Und ein Land hat sich tatsächlich an seine Verhältnisse genau angepasst im Sinne der Europäischen Währungsunion. Das heißt aber leider nicht Deutschland, sondern das heißt Frankreich. Oha. Und dann gibt es da unten noch ein Land, ne? Germany genannt. Ja, was machen die da unten? Ja. Also diese Grafik könnte man so ungefähr jeden zweiten Tag mal in der Deutschen Tagesschau zeigen. Dann würde das Volk, das deutsche Volk so langsam diskussionsfähig werden in Sachen Währungsunion und wüsste, was passiert ist. Und wie oft wird diese Grafik gezeigt? Nie. Ja, sie wird nie gezeigt. Und wie oft reden deutsche Ökonomen über diese Grafik? Fast nie. Und auch hier war es so, wenn Sie die Grafik von Herrn Sinn gesehen hätten, die war so aufgebaut, dass man es nicht sehen konnte. Hat genau die gleichen Daten verwendet wie ich, aber die einen sind da hochgestiegen und Deutschland kam dann irgendwie von oben runter und dann war es halt so. Es gibt aber einen eindeutigen Maßstab dafür, wer sich falsch und wer sich richtig verhalten hat. Ich habe das letzte Woche vor 100 Richtern vorgetragen, einer Richtervereinigung, habe denen den Fall geschildert und habe gesagt, sie sollen nun ihr Urteil fällen. Und was haben die 100 Richter gesagt? Nun, die waren völlig klar. Da haben sich welche falsch verhalten in Südeuropa. Aber da unten hat sich auch einer falsch verhalten. Deutschland hat sich mindestens so falsch verhalten wie die anderen. Schrecklich, ne? Sehen Sie, das ist ethisch verantwortliche Wissenschaft. Wenn man bereit ist, auch solche Dinge auszusprechen, die unangenehm sind. Das ist unangenehm. Es ist unangenehm, sich hinzustellen und zu sagen, auch Deutschland, dass er so fest glaubt, es hat alles richtig gemacht, hat sich vollkommen falsch verhalten in der Europäischen Währungsunion. Deutschland hat nämlich unter seinen Verhältnissen gelebt, hat massiv unter seinen Verhältnissen gelebt, die anderen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Beides ist verboten. Nur Frankreich hat sich richtig verhalten. Man muss sich mal vorstellen, ein deutscher Wissenschaftler würde sich hinstellen und würde sagen, ja, Frankreich hat sich richtig verhalten, Deutschland hat was falsch gemacht. Was mit dem los ist. Da wird niemand zu den schönen Vorträgen eingeladen, wo man fünfstellige Summen bekommt. Nie mehr. Und da muss man, aber das ist genau das, was Wissenschaft leisten muss. Das ist genau das, was Wissenschaft leisten muss. Wissenschaft muss zeigen, dass die Dinge anders sind, wenn sie anders sind, als die Mehrheit glaubt. Man muss bereit sein, sich hinzustellen und sagen, guck mal, auch die Mehrheit kann fundamental irren. Es war ja meistens so in der Wissenschaft, dass die wissenschaftlichen Leistungen von Einzelgängern erbracht wurden, gegen die Mehrheitsmeinung. Deswegen hat Mehrheit überhaupt keine Bedeutung mehr. Es gibt keinen demokratischen Abstimmungsprozess zum Herausfinden der Wahrheit. Gibt es nicht. Wahrheit kann man nur herausfinden durch Diskussion, aber da muss man wenigstens diskutieren, man muss bereit sein, sich auseinanderzusetzen, man muss sich auch mit den Zahlen auseinandersetzen. Man kann es auch nicht im luftleeren Raum diskutieren, sondern man muss sich mit Zahlen auseinandersetzen. Wir haben heute Gott sei Dank Zahlen, die man sich anschauen kann. Und dann muss man sagen, entspricht es meinen Vorurteilen oder nicht? Und wenn es nicht meinen Vorurteilen entspricht, dann muss ich bereit sein zu sagen, gut, dann habe ich mich geirrt. Aber das ist der schwerste Satz überhaupt. Die Menschen können vieles, aber über einen eigenen Schatten springen, das ist das Allerschwerste. Wir springen über alle möglichen Hindernisse, aber wenn sie über den eigenen Schatten springen sollen, dann wird es ganz schwer. Sagen, ich habe mich geirrt, das ist der schwerste Satz, den sich ein normaler Wissenschaftler vorstellen kann. Aber es müsste das Normalste von der Welt sein, dass ich sage, ich habe mich geirrt. Und jetzt führe ich Ihnen was ganz Schreckliches vor, wo ich Ihnen sage, dass ich alle geirrt habe.
Denn darüber hat jeder Einzelne eine Meinung. Mein nächster Punkt. Ich will noch das kurz erklären, aber dann kommen wir schon zu dem Hauptpunkt. Das war ja nur das Vorspiel. Der Hauptpunkt geht um eine Frage, wo wir alle eine klare Meinung haben. Und diese Meinung ist in der Regel falsch. Aber ich will das noch kurz erklären. Was ist passiert, was ist herausgekommen aus diesem Entwicklung? Nun, aus dieser Entwicklung ist herausgekommen, dass Deutschland unglaublich wettbewerbsfähig ist und die anderen an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Aber Deutschland hat sich zu Unrecht in diese Position hineinmanövriert. Aber weil Deutschland sich in diese Position hineinmanövriert hat, die anderen nichts dagegen getan haben, deswegen geht es Deutschland besser. Deutschland geht es deswegen besser, weil es die anderen sozusagen, ja, wie soll man sagen, jetzt muss man überlegen, weil es seine eigene Arbeitslosigkeit exportiert hat. Ganz schrecklich. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert, weil in der Währungsunion es kein einfaches Mittel gab für die anderen Länder, sich diesem Lohndumping, diesem Lohndruck zu entziehen. Und sie haben auch lange geschlafen. Die Institutionen in Europa haben geschlafen, alle haben geschlafen, ist gar keine Frage. Aber trotzdem ist es ganz eindeutig, dass Deutschland seine Arbeitslosigkeit exportiert hat. Und damit haben wir ein ganz wichtiges Ergebnis erzielt. Nämlich, wir haben das Ergebnis erzielt, was? Dass einer etwas tun kann, aber das können nicht alle tun. Frau Merkel sagt aber doch jetzt in der Schäuble, sagt es jeden Tag, alle müssen so werden wie Deutschland. Alle müssen ihre Arbeitslosigkeit exportieren. Ganz Europa exportiert seine Arbeitslosigkeit und dann exportieren die Chinesen auch noch ihre Arbeitslosigkeit und die USA auch. Alle exportieren ihre Arbeitslosigkeit wohin? Ganz einfach. Ja, wohin? Die ganze Welt kann komischerweise ihre Arbeitslosigkeit nicht exportieren. Ja, wir müssen immer einen Blöden finden, der sich die Arbeitslosigkeit sozusagen einführt, die wir exportieren wollen. Und das kann auf der Welt ja nicht gut gehen, ne? Weil die anderen es begreifen, dass es nicht sinnvoll ist, dass sie die Arbeitslosigkeit importieren, die anderen exportieren wollen. Und dass das der Fall ist, sieht man an dieser wunderbaren Grafik. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Aber es gab sichere innere Zwänge, die dazu geführt haben, dass die jungen Leute hier nachkommen. Kein Problem. Plätze haben wir noch. Ja. Und seht ihr, was ist passiert? Und Deutschland hat, wie gesagt, seine Güter billig verkauft, weil es seine Löhne nicht erhöht hat. Und die anderen haben Marktanteile verloren gegenüber Deutschland. Und das hat dazu geführt, dass es Ungleichgewichte im Handel gibt. Deutschland exportiert mehr als es importiert, die anderen importieren mehr als sie exportieren. Deutschland produziert mehr als es selbst verbraucht. Dadurch hat es seine Arbeitslosigkeit gesenkt. Und die anderen importieren mehr als sie, selbst verbrauchen, dadurch haben sie ihre Arbeitslosigkeit sozusagen erhöht. Und es zeigt sich in diesem Leistungslandüberschuss. Wir haben, Deutschland hat einen riesigen Leistungslandüberschuss, einen Überschuss der Exporte über die Importe. Aber auch dafür gibt es eine europäische Regel. Ne? Alle müssen sich ja an die Regeln halten. Das ist auch der Standardspruch deutscher Politiker. Alle müssen sich an die Regeln halten, klar. Zunächst mal hat man eine absurde Regelung geschaffen, nämlich man hat gesagt, bei 6% Überschuss werden die Überschussländer bestraft sozusagen für ihr Fehlverhalten. Die Defizitländer aber schon bei 4%. Das ist besonders sinnvoll. Diese asymmetrische Regel, die ist vollkommener Quatsch, aber will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber selbst diese asymmetrische Regel, die Deutschland durchgesetzt hat, wird jetzt von Deutschland gebrochen. In diesem Jahr wird die deutsche Kurve hier umliegen. 8,5%. Alle müssen sich an die Regeln halten. Ne? Ja. Auch das ist ein ethisches Prinzip. Wenn ich schon sage, alle müssen sich an die Regeln halten, dann muss ich mich auch selbst daran halten. Ich kann nicht sagen, die anderen müssen sich an die Regeln halten. Aber ich bin die große Ausnahme. Ich muss mich nicht an die Regeln halten. Klar. Nur das ist das, was Deutschland jeden Tag tut. Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn, wenn Deutschland Leistungslandüberschüsse hat? Und das bedeutet, das ist ganz einfach, das heißt, Deutschland gibt diesen Ländern Kredit, damit sie unsere Güter kaufen. In diesem Jahr für 250 Milliarden geben wir diesen Ländern Kredit, damit sie unsere Güter kaufen können. Das heißt aber, die müssen sich verschulden. Die Länder müssen Schulden machen und 250 Milliarden, damit die deutschen Güter, die deutschen mehr Güter verkaufen können, als sie selbst kaufen. Ist doch gut, oder? Das ist gut, oder Chef? Ja, ist nicht so einfach. Ist gut, ne? Ja, Deutschland ist gut.
einen kleinen Augenblick darüber nachdenken, weil es natürlich, klar, kann man sagen, was kümmern mich die anderen? Ich bin Deutscher und mir geht's gut. Auch eine ethisch entscheidende, wichtige Frage, ob man das so sagen sollte. Sollen wir jetzt den Maschinen bauen? Ja, jetzt, ja, gleich, doch, ja, absolut. Absolut, ja. Das ist genau das, worauf es hinausläuft. Werden wir gleich haben. Ich will Ihnen deswegen nochmal zeigen, was es mit diesen Exporten von Schulden, sozusagen von Krediten, auf sich hat. Die Folge dieser Leistungsbilanzüberschüsse sind. Ne? Deutschland hat Leistungsbilanzüberschüsse sozusagen durch dieses Lohndumping bekommen oder sich erschlichen, wie immer man es ausdrückt. Das ist völlig egal. Und nun müssen wir Geld exportieren, damit die anderen unsere Güter kaufen können. So. Jetzt will ich mal eine normale Volkswirtschaft vorführen und eine absurde Volkswirtschaft. Das ist eine normale Volkswirtschaft. Das ist Deutschland in den 60er Jahren. Westdeutschland hieß es damals. Bundesrepublik Deutschland 60 bis 75. In dieser Welt kann man sich jetzt die Spar- und die Schuldensalden sozusagen anschauen. Das betrifft, was ich hier zeige, ist die ganze Welt. Nämlich Deutschland, die wichtigsten Sektoren in Deutschland, Unternehmen, private Haushalte, Staat und die anderen Länder. Das ist der Rest der Welt. Und da sieht man, wer gespart hat und wer Schulden gemacht hat. Alle, die über Null liegen, sparen, die geben weniger aus, als sie einnehmen. Und alle, die unter Null liegen, die machen Schulden, die geben mehr aus, als sie einnehmen. Und dann muss man nur noch wissen, wie der Zusammenhang ist. Wie ist das denn mit dem Sparen und dem Schuldenmachen? Auf der Welt, sagen wir mal so, auf der Welt. Die Welt hat ja Schulden, oder? Weiß ja jeder. Hat die Welt Schulden? Wie hoch sind die Schulden der Welt? Null. So ungefähr. Null. Stimmt, die Schulden der Welt sind immer genau gleich Null. Ja, warum sind die Null? Und von wem soll die Welt denn Kredite kriegen? Ne? Wir haben ja noch keinen extraterrestrischen Geldgeber. Die Schulden der Welt sind genau Null. Ja, man muss einfach einen Moment drüber nachdenken, dann findet man das raus. Übrigens hat die Welt auch keinen Export und keinen Import. Wir denken immer, Wirtschaft besteht aus Handel, Export und Import, das ist wichtig. Wenn Sie über die Welt nachdenken, finden Sie raus, was? Es gibt keine Export und keine Import. Komisch. Die Welt hat es nicht. Aber alle Leute sagen, für die Welt, TTP, TTIP, Handel ist das Wichtigste überhaupt. Für die Welt ist Handel vollkommen sinnlos. Hat keine Bedeutung. In der Welt gibt es nur Konsum und Investitionen. Man kann das, was man produziert, konsumieren oder investieren. Auf mehr kann man nicht tun. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn man über die nachdenkt, kommt man zu ganz anderen Einsichten. Ne? Es ist eben nicht die schwäbische Hausfrau, die repräsentativ ist für die Welt. Im Gegensatz zu dem, was viele glauben. Hier in Heilbronn bestimmt auch, oder? Ja, und jetzt kommen wir zur Logik dieser Kurven. Wie war das in den 60er Jahren? Und da haben die privaten Haushalte. Achso, das bedeutet, was ich jetzt gesagt habe, bedeutet natürlich was? Diese Kurven addieren sich immer genau zu Null, weil es ja die ganze Welt ist. Addieren sich genau zu Null. Per Saldo wird weder gespart noch 40 verschuldet. Aber komischerweise, wenn einer spart, ist ja die Logik davon, ist die logische Folgerung daraus, muss sich einer verschulden. Denn sonst kann es ja nicht Null geben. Ne? Wenn welche über der Null liegen, müssen auch welche unter der Null liegen. Das ist jetzt reine Logik mit Buchhaltung sozusagen. Makroökonomische Buchhaltung. Wenn da welche drüber liegen, müssen auch welche drunter liegen, sonst gibt es nicht Null. Aber Null ist absolut zwingend. So, und jetzt schauen wir uns die 60er Jahre an, da sieht man, der Staat und die anderen Länder waren so in der Mitte so um die Null rum. Die haben sich weder verschuldet, noch haben die groß gespart. Die privaten Haushalte in Deutschland haben gespart und wer hat sich verschuldet? Wer waren die Schuldner? Nur die deutschen Unternehmen. Und das war ja auch völlig in Ordnung. So stellt man sich eine Marktwirtschaft vor, die privaten Haushalte sparen, tragen ihr Geld zur Bank, die Unternehmer kommen zur Bank, nehmen das Geld und investieren. Gut, ne? Das war ein Wirtschaftswunderland und das war tatsächlich eine funktionierende Marktwirtschaft. Und jetzt schauen wir uns Deutschland heute an. Jetzt schauen wir uns Deutschland heute an. Und das sieht komischerweise ganz anders aus, ne? Jetzt sind die deutschen Unternehmer auf einmal Sparer geworden. Ne? Deutsche Unternehmer wissen nicht, wohin mit ihrem Geld und tragen es zur Bank. Ja, nicht unbedingt die Funktion, die man von Unternehmern erwartet, dass sie Geld zur Bank tragen, weil sie nicht wissen, was sie damit machen sollen mit dem Zeug. Aber es ist so. Die Zahlen sind nicht von mir, ne? Die sind alle von der Deutschen Bundesbank, hochoffizieller Rechner.
privaten Haushalte sind immer noch Sparer. Und jetzt der Staat. Hurra! Hat die schwarze Null, ist auch ein Sparer. Herr Schäuble, der Held der Nation, hat es geschafft, dass der Staat auch keine Schulden mehr macht. Wie schön. Ja, komischerweise muss ja mal einer da unten stehen. Ne? Wer steht da unten? Ja, die anderen. Na, die anderen stehen da unten. Frau Merkel hat im Bundestag gesagt, wir machen Wachstum ohne Schulden. Das ist vollkommen falsch. Wir machen Wachstum mit hohen Schulden der anderen. Denn sonst geht unser Wachstum nicht. Sonst ist es unmöglich. Wir brauchen in diesem Jahr brauchen wir 250 Milliarden neue Schulden zu allen Schulden, die wir schon haben, der anderen dazu, damit die deutsche Wirtschaft um 1,5% wachsen kann. Meine Logik hat nichts mit Theorie zu tun. Ja, weil die deutschen Haushalte, die Unternehmen und der Staat versuchen zunächst mal 250 Milliarden netto zu sparen. Das ist die absolute Zahl. Neu zu sparen, sie versuchen das aber neu zu sparen, zu all den Ersparnissen, die es schon gibt. Ne? Folglich muss sich jemand neu verschulden in Höhe von 250 Milliarden. Und das machen wir nächstes Jahr und übernächstes Jahr und immer so weiter. Ne? Klar. Das einzig Dumme an diesem Kurven ist, dass wir inzwischen die anderen für pleite erklärt haben. Viele von den anderen jedenfalls für pleite erklärt haben. Ne? Ja, und was dann? Jetzt sind die gerade pleite und dann? Ja, dann können die keine Schulden mehr machen. Und wir sagen ihnen doch selbst, sie dürfen keine Schulden mehr machen, die müssen jetzt ihre Schulden zurückzahlen. Die anderen müssen ihre Schulden zurückzahlen. Das ist ganz einfach, wenn die anderen ihre Schulden zurückzahlen, was machen die dann? Wie zahlt man Schulden zurück? Jeder weiß das. Nur man spart. Man gibt weniger aus, als man einnimmt. Das ist der einfache Weg. Anders geht nicht. Das Einzige, was man machen kann. Ne? Man schneidet sein Gürtel enger. Man macht noch mehr Schulden. Ja, das kann man auch. Man kann, die anderen können immer noch mehr Schulden machen. Nur irgendwann können sie keine Schulden mehr machen, weil der Kapitalmarkt sagt, ich gebe euch kein Geld mehr. Und dann kommt Deutschland und sagt, ja, ihr sollt genauso werden wie wir, ihr müsst ja genauso werden wie wir. Ihr müsst eure Schulden abbauen, sagt Deutschland den anderen. Wir sagen den anderen, baut eure Schulden ab. Und das heißt, die rote Kurve muss auch da hoch. Die rote Kurve muss über Null. Klar, nächstes Jahr geht die über Null. Und dann? Dann haben wir einen ganz einfachen Fall. Rein aus logischen Erwägungen abgeleitet. Dann stellt sich die einfache Frage, ja, wer macht die Schulden? Muss ja irgendeiner Schulden machen. Sonst geht es ja nicht. Ne? Wir haben ja gelernt, es geht nicht. Können nicht alle über Null sein. Einer muss ja unter Null sein. Wenn die anderen jetzt auch noch über Null gehen, dann muss einer runter. Wer geht runter? Die deutschen privaten Haushalte, ne? Stellt sich ein mutiger deutscher Ökonom hin und sagt, ja, sparen war gestern, vergesst es, alles Unsinn. Gebt euer, schmeißt euer Geld raus. Oder ein Politiker, muss ich mir vorstellen, Frau Merkel würde sich hinstellen. Das würde sie ungefähr 24 Stunden politisch überleben, dann müsste sie zurücktreten. Man kann auch sagen, die Unternehmen haben zu viel Geld. Dann muss man sagen, ja, die Unternehmen haben zu viel Geld, wie kriegen wir sie da runter, dass sie wieder verschulden wie in den 60er Jahren? Wirtschaftswunder wollen wir wieder zurückhaben? Und offensichtlich muss man ihnen Geld abnehmen. Ne? Wir müssen ihnen Geld abnehmen, müssen die Steuern erhöhen für die Unternehmen. Und dann werden wir hoffen, dass sie zur Bank gehen und sich verschulden und investieren. Haben übrigens nicht investiert. Ne? Die haben wenig investiert. Die verdienen viel Geld, investieren aber nicht. Also müssen wir ihnen Geld abnehmen, dann investieren sie vielleicht wieder mehr. Ist auch nicht so besonders einleuchtend für so einen einfachen Politiker. Ne? Das überlegt man so etwa 36 Stunden politisch. So. Ja, dann gibt es noch den dritten. Dann kann man doch sagen: Ja, aber der Staat. Oh, das ist aber ganz böse. Ne? Das wissen wir, das darf ja gar nicht sein. Wir haben es ja in die Verfassung geschrieben. Ne? Das habe ich meinen 100 Richtern letzte Woche vorgeführt. Die Verfassung. Habt ihr alle hier mit reingeschrieben, oder? Nee, die haben gesagt, nein, nee, wir waren es nicht, die Politiker waren es. Aber wir werden es verteidigen, haben sie gesagt. Dann habe ich gesagt, so gut, dann verteidigt das mal. Wenn jetzt keiner da runter geht, die Ausländer gehen da hoch, was dann? Was macht dann der deutsche Staat? Wenn er sich verschuldet, dann wird er sofort vom Verfassungsgericht verklagt. Und was machen die Verfassungsrichter? Ich sage immer ganz einfach, wir schicken dann die Verfassungsrichter auf die Welt. Und die erklären den anderen Ländern, dass sie weiter verschulden müssen, weil in der deutschen Verfassung steht, dass Deutschland, der deutsche Staat keine Schulden machen darf. Logisch. Dann werden die anderen Länder aber schön lachen, wenn die deutschen Verfassungsrichter da vorbeikommen. Ja, die müssten verrückt sein, wenn die das akzeptieren. Wo wir ihnen ja sagen, den anderen Ländern, sie sollen ihre Schulden endlich mal abbauen, sie sollen endlich so solide werden wie wir.
da kommt das allwichtigste ethische Prinzip. Man kann es auch kategorisch imperativ nennen. Hm? Hat mein berühmter deutscher Philosoph sich ausgedacht. Man kann nur von anderen verlangen, was man selbst in der Lage zu tun ist, aber man kann es selbst das nicht verlangen, wenn es nicht insgesamt aufgeht. Der erweiterte kategorische Imperativ. Hm? Es muss in eine innere Logik haben. Was wir von den anderen Ländern verlangen, ist vollkommen gegen die Logik, wenn wir sagen, wir wollen uns nicht verschulden. Das ist unmöglich. Wir verlangen von diesen Ländern etwas unmöglich. Und wie kann man etwas Unmögliches verlangen? Was passiert, wenn ich etwas Unmögliches verlange? Nun, es kommt etwas Unmögliches raus. Es gibt in der Geschichte wunderbare Beispiele, wo etwas Unmögliches rausgekommen ist, weil etwas Unmögliches verlangt wurde. Habe ich noch eine Minute Zeit? Ja. Will ich noch das wichtigste Beispiel erzählen, gerade für die jungen Leute, weil die es ja nicht wissen können. Ich übrigens auch nicht, war da auch noch nicht geboren, obwohl ich so alt bin. Aber man kann ja nachlesen. Nach dem Ersten Weltkrieg, ein schrecklicher Krieg, den Deutschland verloren hat, haben die Alliierten, die Sieger dieses Krieges gesagt, Deutschland soll jetzt dafür büßen, dass es diesen Krieg geführt hat. Was haben sie von Deutschland verlangt? Sie haben gesagt, ihr müsst Reparationen bezahlen. Deutschland muss jetzt Reparationen bezahlen dafür, dass es so viele Schäden angerichtet hat in diesem Krieg. Aber gleichzeitig wollte man Deutschland wirtschaftlich klein halten. Ne? Man wollte auf keinen Fall, dass Deutschland irgendwo international erfolgreich ist. Das natürlich auch. Ja und? Da kommt wieder die Logik der Unmöglichkeit. Ein Land kann aber keine Reparationen bezahlen, wenn es nicht wirtschaftlich erfolgreich ist. Hm? Genauso wie die anderen Länder nicht ihre Schulden zurückzahlen können, wenn sie nicht wirtschaftlich erfolgreich sind. Wenn ich aber verhindere, dass die anderen wirtschaftlich erfolgreich sind, dann verlange ich etwas unmöglich, wenn ich sage, sie sollen ihre Schulden zurückzahlen. Hm? Ein ganz einfacher Zusammenhang. Und wer hat das erkannt nach dem Ersten Weltkrieg? Auf der ganzen Welt ein einziger Mensch. Hat jemand den Namen schon mal gehört? Er hieß John Maynard Keynes. Der komische Keynes, der schreckliche Keynes, der all diese schrecklichen Sachen erfunden hat, dass der Staat sich verschulden soll. Ja, manchmal muss der Staat sich verschulden, weil es nicht anders geht. Wenn wir keinen Weg haben, die anderen darunter zu bringen, dann muss der Staat sich verschulden. Weil warum? Weil wir alle sparen wollen. Hm? Wir können nicht sparen, wenn sich niemand verschuldet. Wir können nicht Reparationen zahlen oder unsere Schulden zurückzahlen, wenn Deutschland nicht bereit ist, wie hat der Herr vorhin gesagt, wie haben Sie gesagt, seinen Maschinenbau wieder zurückzunehmen, ne? Ja, dann geht es genau nicht. Ne? Wir müssen das, was wir gewonnen haben in den letzten 15 Jahren an internationalen Marktanteilen, hier in Baden-Württemberg, werde ich jetzt gleich gesteinigt, wenn ich das sage, wieder verlieren. Ja, anders geht es nicht. Anders gibt es keine Lösung. Ja. Wenn die anderen wieder auf eine vernünftige Position kommen sollen, wenn die anderen in die Lage kommen sollen, ohne Schulden zu wirtschaften, vernünftig zu wirtschaften, dann muss Deutschland sich verschulden, aber es muss auch darauf verzichten, auf den internationalen Märkten erfolgreich zu sein. Es muss seine Erfolge wieder zu einem erheblichen Teil abgeben. Das ist die schreckliche Konsequenz dessen, was in der Europäischen Währungsunion in den letzten 15 Jahren passiert ist. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich will es noch in einem Satz zusammenfassen. Dem schrecklichsten aller Sätze, den man in Deutschland sagen kann. Man kann das, was hier passiert ist, oh, jetzt geht mein Ding nicht, ja? Nee. Man kann das, was hier passiert ist, bis 2008 vor allem, ja so sehen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, einige Länder haben über ihre Verhältnisse gelebt. Frankreich hat entsprechend seine Verhältnisse gelebt, Deutschland hat unter seinen Verhältnissen. Was muss man jetzt tun, um das umzukehren, um wieder zu einem normalen Verhältnis zu kommen? Nun, man muss Ursachentherapie anwenden, man muss das umkehren, man muss die Verhältnisse umkehren, wie sie in den ersten Jahren, ersten 10 Jahren der Europäischen Währungsunion waren. Und was heißt das? Jetzt drehen wir die Sätze mal um, die ich gerade gesagt habe. Das heißt, die anderen müssen von nun an unter ihren Verhältnissen leben, denn sie wollen ihre Schulden zurückzahlen, die müssen sparen. Das geht aber nur, das ist absolut logischerweise nur möglich, wenn Deutschland über sein Verhältnis. Schrecklich.
Das ist der schlimmste Satz, den man sagen kann. Deutschland muss jetzt 15 Jahre über sein Verhältnis. Ja, wir müssen wesentlich mehr verbrauchen und weniger produzieren. Nur dann gibt es eine Lösung für dieses internationale Problem. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, das zu begreifen. Ein paar Minuten, vielleicht übertrieben, sagen wir ein paar Tage oder ein paar Wochen. Weil das Window of Opportunity, sagt man in Englisch, oder das Fenster der Gelegenheiten, schließt sich gerade. Wenn wir das nicht begreifen, kommen wir erstens aus dieser Misere, aus der wirtschaftlichen Misere, die ich am Anfang gezeigt habe, niemals heraus. Warum? Weil die anderen Länder hier dauernd unter Druck stehen. Die müssen Druck auf ihre Löhne ausüben, weil sie wettbewerbsfähig werden wollen. Und wenn Deutschland nicht das Gegenteil tut, ja, dann funktioniert es eben nicht. Deutschland müsste ja immer das Gegenteil tun, mit dem, was die anderen tun. Das passiert aber nicht. Ja, und wenn wir das nicht hinkriegen, was wird passieren? Und das kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Ich lebe in Frankreich seit 15 Jahren. Was wird in Frankreich passieren? Ja. Im Oktober 2017 wird ein neuer Präsident gewählt. Es wird aber diesmal dann kein Präsident vielleicht sein, sondern eine Präsidentin. Die heißt Marine Le Pen. Stellen Sie mal vor, was dann mit Europa los ist. Dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Dann wird diese Dorf, das habe ich wieder kein Ding. Ah doch, jetzt geht es hin. Du warst. Dann wird diese blaue deutsche Kurve, die wird durch die Decke schießen, die wird über Nacht sozusagen da oben hingehen. Ja, warum wird die da hingehen? Weil Marine Le Pen und vielleicht in Italien Matteo Silvani oder Beppe Grillo werden aus dem Euro aussteigen. Und was werden sie dann tun, wenn sie aus dem Euro aussteigen? Und sie werden eine neue nationale Währung einführen und diese Währung werden sie abwerten. Sie werden massiv abwerten gegenüber Deutschland. Und dann steigt in internationale Währung gerechnet diese blaue Kurve über Nacht hier auf über 150. Und wissen Sie, was dann passiert? In Baden-Württemberg vor allem kann man ganz viele Faktoren zuschließen. Einfach zuschließen. Weil es gibt nichts mehr zu tun. Weil es ja nichts mehr zu exportieren. Weil Deutschland dann plötzlich unheimlich teuer ist. Ja, und da muss man einen Moment drüber nachdenken. Das betrifft gerade mit Jürgen, das betrifft Ihre Zukunft. Ich rede über das, was in den nächsten 5, 6 oder 10 Jahren passiert. Vielleicht wird Marine Le Pen 2017 noch nicht Präsident, dann wird sie 2022. Die Geschichte hat viel Zeit für solche Prozesse. Aber wir müssen irgendwann anfangen zu begreifen, was wir da tun. Wenn wir es nicht begreifen, dann wird es eine Explosion geben. Und dann wird es gewaltigen Schaden haben. Wenn wir es jetzt begreifen würden, wir können mit Lohnerhöhungen, mit vernünftigen Lohnerhöhungen über 10 Jahre, 5% jedes Jahr, können wir das Problem ablösen. Aber das ist ja in Deutschland vollkommen undurchsichtig. Weil wir sind ja nicht mal bereit, es zu diskutieren. Wir diskutieren dieses Problem ja nicht mehr. Wir wenden uns ja ab. Wir sagen, nein, das wollen wir nicht, da wollen wir gar nicht drüber reden. Und das ist das Dümmste, was man tun kann. Wir tun das Dümmste, was man überhaupt tun kann. Nämlich ein Problem, das offensichtlich ist, was inzwischen die ganze Welt begreift, wollen wir nicht wahrhaben und wir wollen es nicht diskutieren. Vielen Dank. So, Fragen? Alf? Alle erwähnt. Herr Flassbeck, vielen Dank erstmal. Ich habe eigentlich nur zwei Anmerkungen. Weitestgehend folge ich Ihnen das schon. An zwei Stellen bin ich aber etwas irritiert. Und zwar einmal an der Stelle, Sie sagen einerseits, national isoliert, ja verständlich, Lohndumping bringt nichts, Lohndumping führt dazu zu einer Arbeitslosigkeit in Griechenland, sagen aber 10 Minuten später, in Deutschland ist die Arbeitslosigkeit durch Lohndumping gesenkt worden. Yeah. So, und dann sage ich mir aber auch, dieses Lohndumping, das die Arbeitslosigkeit in Deutschland senkt, ist natürlich durch eine internationale Betrachtung gesenkt worden. Und genau diese internationale Betrachtung würde ja aber auch für Griechenland gelten. Das heißt, eigentlich müssten ja durch die vergrößerten Exportchancen, durch das Lohndumping in Griechenland, auch diese positiven Effekte erzielen. Gegenüber dem Rest der Welt. Genau, gegenüber dem Rest der Welt. Ja, das passiert aber nicht, weil der Rest der Welt hat Währung. Und Länder, die eigene Währung haben, können sich wehren gegen ein Dumping. Das ist ja das, was wir auch vorher, vor der Europäischen Währungsunion in Europa hatten. Italien hat immer an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Was haben sie getan, wenn sie ein paar Jahre lang an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben? Und sie haben ihre Währung abgewertet. Genauso ist das mit dem Rest der Welt. Wenn wir, ganz Europa versucht sozusagen, den Rest der Welt zu erobern durch Lohndumping,
ja, dann wird der Rest der Welt seine Währung abwerten oder dafür sorgen, dass sie abgewertet werden. Und dann ist das ganz schnell vorbei. Das ist ja das Besondere einer Währungsunion. Eine Währungsunion hat man eben nicht begriffen, wie entscheidend diese Zusammenhänge sind, weil man gedacht hat, wenn man einmal eine einheitliche Währung hat, ist alles in Ordnung. Ich wollte Sie nur aufmerksam machen, dass das natürlich im internationalen Kontext natürlich die Chance ist, die dahinter steckt, und dass das auch ein Effekt ist, der erzielbar ist. Aber nichtsdestotrotz, global folge ich Ihnen da. Global geht es natürlich auf keinen Fall. Dann ich will jetzt niemandem was rechnen. Nein, ich habe jetzt zwar Anmerkungen, da kommt sicherlich noch mehr. Nein, wir hatten ja sowieso eine bilaterale Diskussion geplant. Ich habe nur leider keine Zeit. Es tut mir leid, Ihren Vortrag zuzuhören. Die Forderung nach Verschuldung ist aus meiner Sicht, nach weniger Verschuldung ist aus meiner Sicht aber schlüssig. Aber natürlich auch genau in Ihrem Sinne. Diese Forderung nach weniger Verschuldung heißt, diese Ihre rote Linie, die Sie jetzt im letzten Diagramm haben, die muss hoch und folglich werden irgendwelche anderen Linien runtergehen. Und das wird im Zweifel dann halt durch Pleiten passieren. Aber in dem Moment, wo ich Pleiten habe, werden die Schulden nicht mehr zurückgezahlt. Und dann wird irgendjemand von grün, schwarz oder gelb runtergehen, aber in diesem Kontext sehe ich es nicht. Sie sagen ja, die Forderung sei falsch. Ich finde die Forderung schlüssig mit den Konsequenzen, die Sie aber selber nennen. Also sagen, dann finanzieren wir eben diese Pleiten durch die drei anderen Linien. Nee, es ist ja, was wir hier beschreiben, ist eine logische Identität. Ne? Wir beschreiben ja nur das Endergebnis eines Prozesses immer. Was hier abgebildet ist, sozusagen immer ex post. Was in der Vergangenheit passiert ist. Wie dieser Prozess aussieht, ist eine ganz offene Frage. Der Prozess, natürlich, irgendjemand wird darunter müssen, das ist ja eindeutig. Am Ende wird jemand da unten sein, nur wir können diesen Prozess bekommen durch eine tiefe Rezession. Was passiert in einer tiefen Rezession? Dann werden die Unternehmer darunter gehen, aber der Staat wird vor allem darunter gehen, ganz klar. Wenn wir nicht begreifen diese Zusammenhänge und sagen, wir verlangen jetzt von den anderen, dass sie nicht mehr sich verschulden, dann ist die Folge davon, dass bei uns Nachfrage ausfällt, dass wir eine massive Rezession bekommen. Und dann wird der Staat dann nach unten schießen. Klar, aber wir können es ja vielleicht steuern. Wir können ja vielleicht jetzt noch verhindern, dass es diese tiefe Rezession gibt, indem der Staat jetzt schon mal vorsorglich ein bisschen nach unten geht und dafür sich Gedanken darüber macht, wie er die Unternehmen dahin bekommt, ohne eine große Pleitewelle. Völlig einverstanden. Mir geht es eigentlich nur um diese isolierte Aussage, die Forderung weniger Verschuldung für die Krisenstaaten ist aus meiner Sicht erstmal schlüssig. Und dann ist eben die Frage, da bin ich total bei Ihnen, wie löst man das jetzt so, dass es eben nicht zu den Friktionen zum Beispiel bei uns, zumindest nicht zu massiven Friktionen kommt. Dass es zu Friktionen kommen wird, ist vollkommen klar. Immer wird es zu Friktionen kommen, aber man kann sie kleiner halten oder größer werden lassen. Aber man muss zunächst mal diesen Prozess diskutieren. Das ist ja das, was das Schlimmste ist, dass wir nicht bereit sind, diesen Prozess überhaupt zu diskutieren. Man hat Herr Schäuble mal gesagt, dass es eine Notwendigkeit geben kann für den Staat, da massiv wieder Schulden zu machen. Er glaubt ja, er kann seine schwarze Null noch ein paar Jahre lang feiern. Vollkommen aus der Welt. Nur wenn die anderen Schulden machen. Und diesen Widerspruch, den müssten wir wenigstens bereit sein zu diskutieren. Ja, das sind meine beiden Anmerkungen. Ich will jetzt ja auch keinen künstlichen Streit produzieren, weil am Wesentlichen folge ich Ihnen da. Ich hab, insofern gebe ich das gern weiter. Alles klar. Herr Krollop ist mein Name. Ja. Ich fühle mich nicht imstande, Ihnen Paroli zu bieten. Ich würde aber mir sehr gut vorstellen können, dass Sie vielleicht mal Kontakt mit unseren Politikern, speziell mit unserem Wirtschaftsminister aufnehmen sollten. Ja. Und ich wäre sehr interessiert, dazu zu hören. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe, Sie werden es nicht glauben, ich habe dieses Problem mit dem Wirtschaftsminister, als er noch kein Wirtschaftsminister war, schon diskutiert. Und, was hat er gesagt? Naja, vielleicht haben Sie schon recht, das kann schon sein. Aber wie soll ich das erklären? Ne? Ich habe es mit anderen Spitzenpolitikern diskutiert, ich habe mit einigen Spitzenpolitikern diskutiert. Und die typische Reaktion ist die, kann ich Ihnen sagen, die typische Reaktion ist, ja, Sie haben sich schon recht, ich glaube, ich habe es jetzt auch verstanden. Aber soll ich das jetzt erklären gehen? Soll ich da jetzt rausgehen an die Presse und sagen, ich soll sagen, Deutschland muss jetzt Schulden machen? Niemals, in 100 Jahren nicht. Das ist die typische Reaktion. Ja, es braucht eben nicht nur das Wissen um die Zusammenhänge, es muss man mal 100% verstanden haben.
Aber selbst wenn man es 100% verstanden hat, muss man auch den Mut haben, sich gegen die Mehrheit zu stellen und gegen die 98% in Deutschland, die fest davon überzeugt sind, dass Schulden das Schlimmste unter der Sonne sind. Die aber gleichzeitig glauben, dass Ersparen, Sparen ist das Wichtige. Ich könnte Ihnen ja noch die Geschichte von der deutschen Rente erzählen, die Priesterrente. Es ist genauso absurd gelaufen. Da haben mir die Leute gesagt, sie sollen mehr sparen, sparen, sparen. Aber niemand hat gesagt, wer soll die Schulden machen, damit die Ersparnisse überhaupt funktionieren können, damit es überhaupt Erträge auf Ersparnisse gibt. Niemand hat darüber geredet. Ja, aber dazu brauchen wir auch Schuldner. Immer wenn einer versucht, mehr zu sparen, braucht man einen Schuldner. Und deswegen ist schon die Idee, man könnte Ersparnisse in die Zukunft transferieren, so Kapitaldeckung. Ne? Die jungen Leute sollen ja gerettet werden vor den schrecklichen Belastungen der Alterung. Das ist absoluter Käse. Ne? Absoluter Käse. Riester-Rente ist absoluter Käse, weil ich ja gar nicht Ersparnisse in die Zukunft transferieren kann, ohne dass ich einen Schuldner habe. Jeden Tag sozusagen. Jeden Tag brauche ich einen Schuldner, wenn ich versuche, zusätzliche Ersparnisse in die Zukunft zu schieben. Und darüber redet niemand. Deswegen ist eine absurde Diskussion wiederum, die wir führen. In der Einführungsphase dieser Kapitaldeckung, wo man tatsächlich die deutsche Rente zerschlagen hat. Man hat ein vernünftiges deutsches Rentensystem zerschlagen und hat gesagt, wir ersetzen das mit Kapitaldeckung. In dieser gesamten Einführungsphase der Kapitaldeckung war niemand bereit, dieses Problem überhaupt zu diskutieren. Der Bundestag hat 10 oder 15 Anhörungen dazu geführt. Kein Mensch hat dieses Problem jemals erwähnt. Und das ist das, was ich vor allem beklage. Das ist das Schlimme, dass wir so uns selbst blockieren in unseren Gedanken, dass wir nicht die einfachsten Dinge diskutieren. Vielen Dank für den denkanregenden Vortrag. Was mich interessieren würde, wären Ihre Sicht auf Konsequenzen. Wenn Sie sagen, wir müssen mehr über die Verhältnisse leben, also Löhne rauf, dann ist ja die Umverteilungsfrage ganz stark angesprochen. Ja. Ist jetzt eigentlich auch kaum eingegangen. Also man könnte auch sagen, massive Abschöpfung der Vermögen. Das ist die eine Konsequenz und die andere Konsequenz. Sie haben begonnen mit der Aussage, naja, dieses Unversprechen ist ja empirisch gar nicht haltbar. Die Frage ist, ist es überhaupt wünschbar angesichts von ökologischen oder Ressourcenbeschränkungen? Ja, vielen Dank. Zunächst zu der ersten Frage. Die Frage, auf die Wachstumsfrage komme ich dann gleich. Die erste Frage, ja, wir müssen in der Tat begreifen, dass man nicht in einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung so Dinge tun kann wie diese deutsche Lohnsenkungspolitik. Und es gab ja einen massiven Druck auf die deutschen Löhne, ohne dass es Konsequenzen hat. Die Konsequenzen sozusagen für die Welt, wenn man die Welt die Löhne senkt, was passiert dann? Dann gibt es sofort mehr Arbeitslosigkeit, habe ich vorhin gesagt. Es gibt mehr Arbeitslosigkeit, weil die Leute nicht das Geld haben, mit dem sie die Produktion kaufen, die sie produziert haben. Das ist das Prinzip, das kann das ethische oder moralische Prinzip nennen, aber es ist das wichtigste wirtschaftliche Prinzip auch, dass man den Menschen das Geld geben muss, mit dem sie die Güter kaufen, die sie produziert. So, dann kommt die zweite Frage. Dahin müssen wir erstmal wieder zurück. Wir müssen dieses Problem lösen, indem wir wieder dahin zurückgehen, ja sogar über unsere Verhältnisse gehen. So. Dann kommt die zweite Frage. Ist das ökologisch vernünftig? Das ist eine völlig andere Frage. Aber wir können es natürlich vernünftig dadurch machen, dass wir gleichzeitig die Welt umsteuern, sozusagen auf ökologisch vernünftige Produkte. Dann können die Leute mit dem Geld, das wir ihnen geben, das müssen sie aber kriegen, mit dem Geld, das sie ihnen geben, können sie etwas Vernünftiges kaufen und nicht nur Mist kaufen. Das ist die eine Variante. Wenn ich aber noch radikaler bin, sozusagen, wenn ich den radikalsten aller Vorschläge wähle, das tun auch viele, zu sagen, wir hören jetzt auf zu wachsen, dann kann ich nur sagen, nein, das ist Unsinn. Jetzt gerade können wir nicht aufhören zu wachsen. Wobei wachsen immer eine offene Frage ist, was das bedeutet, habe ich ja gerade vorhin im zweiten Punkt erklärt. Denn wir haben eine Bürde aus der Vergangenheit hier mitgeschleppt. Europa muss mehr wachsen. Warum? Weil hinter dieser Kurve, die wir da haben, dieser flachen Kurve, das habe ich jetzt leider, die Arbeitslosigkeit nicht da, ich habe es wahrscheinlich irgendwo, weil dahinter eine Riesenmenge an Arbeitslosigkeit steht in Europa. Irgendwo kommt die Arbeitslosigkeit hin, das hätte ich Ihnen alles noch zeigen müssen. Aber hier, das ist die Arbeitslosigkeit in Europa. Das ist die Arbeitslosigkeit, oh mein Ding geht wieder. Sehen Sie, wir haben eine Riesenbürde, wir haben... Für die EU haben wir eine riesenhafte Arbeitslosigkeit. Hier sieht man, das ist der deutsche Export von Arbeitslosigkeit, Deutschland ist runtergegangen, aber die anderen Länder, Frankreich und Italien, sind dramatisch hochgegangen. Und wir haben diese Arbeitslosigkeit, warum? Weil wir nicht gewachsen sind. Wenn ich jetzt aber sage, genau, jetzt hören wir auf zu wachsen, dann sage ich, diese Arbeitslosigkeit bleibt für immer. Kann man auch sagen, aber es ist sehr schwer, die Menschen davon zu überzeugen, die gerade arbeitslos sind, dass ihre Chancen nun dramatisch verringert werden sollen für alle Zeiten.
Ich bin da nicht der Meinung, dass man das machen kann. Denn es ist durch, verkehrte Wirtschaftspolitik entstanden. Und wir müssen ja sowieso den anderen Ländern auch noch eine Möglichkeit geben, wieder zurückzukommen auf ein normales Wirtschaftswachstum oder einen normalen Produktionspfad. Und wenn wir das zusammen sehen, dann ist die Entscheidung jetzt zu sagen, Schluss, aus, ab hier wachsen wir nicht mehr, weil wir jetzt gerade sowieso im Stagnationsmodus sind, die ist fatal. Die wird die Demokratie so ungefähr eine Wahlperiode überleben und dann werden diejenigen, die das verteidigen, radikal abgewählt. Nie mehr, 100 Jahre nicht mehr gewählt. Bitte? Nein, das ist einfach, das ist keine, so einfach ist die Lösung leider nicht. Arbeitszeitverkürzung ist jetzt ein eigenes Thema, müssen wir jetzt lange diskutieren. Aber das Thema ist leider nicht lösbar durch Arbeitszeitverkürzung, sondern wir müssen unsere Produktion anpassen an unseren Konsum. Ne? Und Arbeitszeitverkürzung ist keine Möglichkeit, oder umgekehrt, unseren Konsum anpassen an unsere Produktion. Und Arbeitszeitverkürzung ist leider keine Möglichkeit, das zu schaffen, weil er auch die Nachfrage sinkt und nicht sich erhöht. Aber das ist ein langes Thema, über das lange Dispute mit den deutschen Gewerkschaften und anderen Ökonomen führe, das ich jetzt vielleicht nicht hier ganz ausführen kann. Bitte schön. Das Statistische Amt der Stadt Heilbronn hat kürzlich festgestellt, dass 38 Heilbronner, Sie haben richtig gehört, 38 Heilbronner besitzen 43% des gesamten Einkommens der Stadt. Ja. Wird es nicht höchste Zeit für eine befristete Vermögensabgabe? Natürlich, man kann, das was ich sage, ist ja, zunächst mal, um die Ungleichheit zu beseitigen, ist das, was ich sage, das Wichtigste. Wir müssen bei den Löhnen wieder auf einen vernünftigen Zuwachs kommen und sogar einen stärkeren Zuwachs als in den letzten 15 Jahren, damit wir das wieder ausgleichen, was da verloren wird. Das ist quantitativ mit Abstand das Wichtigste, weil das über viele, viele Jahre Zusätze bringt und die Ungleichheit vermindert. Darüber hinaus kann man dann noch, und da bin ich absolut dafür, Vermögensabgaben einführen oder andere Steuern einführen. Ich bin übrigens der Meinung, dass man diese dramatisch zu senkenden Unternehmenssteuern in Deutschland wieder erhöhen kann. Denn die Senkung der Unternehmenssteuern hat nichts bewirkt. Es gab nicht mehr Investitionen, sondern weniger Investitionen. Also kann man die Steuern auch wieder erhöhen. Man kann vieles tun. Nur wenn die Politiker schon nicht in der Lage sind, dieses einfache Problem zu verstehen, und ich glaube wirklich, es ist ein Verständnisproblem, es ist nicht nur böser Wille von diesen Leuten. Wie sollen wir dann kompliziertere Aktionen wie noch Umverteilung zusätzlich erklären? Deswegen bescheide ich mich immer mit dem einfachen Rückkehr zur Normalität sozusagen, aber dazu gehört natürlich auch Abbau von Ungleichheit. Jetzt ganz da hinten eine Dame. Nur eine Frage, wenn ja viele sagen, Politiker, dass sie sich dagegen wehren, dass wir den Boy quasi bohren tragen, weil da die Bereitschaft wieder dazu da ist. Wie kann es denn sein, dass wir in Deutschland Informationspflicht haben und wie sollen die Leute selber was ändern oder wie kann die Politik was ändern, wenn die Informationen ankommen? Also wenn ARD und ZDF ständig diese neoliberale quasi die Meinung bildet und dann Dinge, also ich verfolge ihren Blog seit Jahren und da muss man aber zum Beispiel bezahlen, also die Zahl gerne dafür. Aber wie kann es sein, dass uns diese Informationen vorenthalten werden? Oder dass in einem Land von freier Meinungsfreiheit und dass Bildung kostenlos ist und Informationspflicht, dass sowas dann zu bezahlen kann? Ja, das ist. Wir haben leider Kosten, die wir auch tragen müssen. Die wir, deswegen müssen wir einen Preis verlangen. Auch geistige Arbeit ist ja Arbeit und ich bin dafür, dass Arbeit bezahlt wird. Aber wir haben ja ein Unterstützerkonto, wissen Sie? Reiche Leute bezahlen für Studenten. Nein, ich will es trotzdem mal sagen, weil als Student kann man sich bei uns bewerben und kriegt ein kostenloses Abonnement, weil es eben genügend Leute gibt, die dafür spenden. Die Medien merken das auch. Man merkt es auch an der Reaktion der Medien. Die sind unglaublich aggressiv gegenüber solchen Angeboten wie meinem und sie begreifen allmählich, dass es so nicht weitergeht. Also ich hoffe, dass da eine Korrektur in Gang kommt. Also nur kurz nochmal, ich meine, dass man dafür nicht bezahlen soll, natürlich, aber das, was ich eben meinte, dass die breite Bevölkerung informiert sich halt dann maximal mal über die Nachrichten und es wird sich nie was ändern, wenn der Großteil der Bevölkerung der Meinung ist, dass die neoliberale Einstellung die einzige Möglichkeit der Volkswirtschaft gibt, die irgendwie existiert. Absolut, da haben Sie recht. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, es gab ja bei Griechenland diese Diskussion, dass wir den Griechen die Schulden erlassen müssen. Es gäbe doch auch eine gewisse Logik, dass wir sagen, okay, in dieser Situation, um dieses Dilemma aufzulösen, müssen wir eben dann diesen Wert, den wir zwar produziert haben, aber nicht konsumiert, sondern da müssen wir einfach
dafür bezahlen. Das wird am Ende auch so kommen. Wir werden viele dieser Ersparnisse, die wir sozusagen ins Ausland gegeben haben als Kredite, womit unsere Güter gekauft worden sind, die werden verfallen. Die werden, die müssen wir gar nicht erlassen, die werden einfach nicht zurückgezahlt, weil die Länder nicht in der Lage sind, zurückzuzahlen. Das heißt, viele Ersparnisse sind einfach weg. Das ist Illusion, dass wir die noch in den Büchern haben. Aber ich plädiere dafür, weil wir diesen Prozess, wir müssen das immer neu lösen. Das Problem muss ja immer wieder jedes Jahr neu gelöst werden, sozusagen. Wenn wir 250 Milliarden potenzielle Ersparnisse produzieren, müssen wir auch 250 Milliarden neue Schulden haben, ne, für 250 Milliarden. Und deswegen, wenn wir die alten sind, für die alten Schulden weg sind, müssen wir dieses Problem jedes Jahr neu lösen. Der Altschuldenstand ist vollkommen unwichtig, ziemlich unwichtig. Der ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie wir dieses Problem lösen. Und das können wir nicht lösen, einfach indem wir es auf das Ausland verschieben. Sondern wir müssen klar sehen, Ersparnis ist ein Problem und dieses Problem bedeutet Schulden und diese Schulden müssen gleichmäßig zwischen den Ländern verteilt werden und zwischen den unterschiedlichen Sektoren. Und wir müssen in der Tat zurück zu etwas, zu dem, was wir in den 60er Jahren hatten, dass die Unternehmen als solche insgesamt, die Unternehmen insgesamt die Schuldner sind, die Hauptschuldner sind. Und Unternehmen können das auch gut tragen, das ist eine, gerade für Betriebswirtschaftler eine wichtige Frage. Unternehmen können es auch tragen. Warum nicht? Weil es eben nicht ein einzelnes Unternehmen gibt, sondern weil es viele Unternehmen gibt, die immer wieder neue Projekte machen und hoffentlich neue Erträge haben. Und aus diesen Erträgen kann man allein die Zinsen bezahlen. Und warum ist der Zins heute null? Nicht, weil Mario Draghi ein Spinner ist, sondern weil wir zu viele Ersparnisse haben und zu wenige Schulden haben. Und deswegen ist der Zins null. Und wir sollten uns nicht beklagen über die Ersparnisse, dass die Ersparnisse keinen Zins mehr bringen, denn wir sind selbst schuld daran, dass wir zu viele Ersparnisse haben und weil wir zu wenig Schulden haben. Bitte schön. Meine Frage ist, im Grunde können wir doch anfangen, jetzt Monopoly zu spielen mit dem Vermögen, was die Deutschen besitzen. Könnten wir die anderen Länder auslösen, indem sie zum Beispiel, indem wir Art Kolonisation betreiben und Ländereien abkaufen? Ja, das ist ja keine Lösung. Wäre ein fairer Warentausch. Diese Lösung will ja niemand. Man muss ja auch immer bedenken, das sind ja auch Länder, die ihre eigenen Vorstellungen haben über die Zusammenhänge. Das wäre auch immer nur eine einmalige Lösung. Wir müssen das für die Zukunft lösen. Ich habe ja gerade gesagt, die Vergangenheit kann man auf alle möglichen Arten bereinigen. Aber wir müssen das zukünftige Problem lösen. Immer wieder, jedes Jahr neu. Und dafür müssen wir über unseren eigenen Schatten eben ganz gewaltig sprengen, weit und hoch sprengen. In der makroökonomischen Logik kann ich Ihnen da folgen. Jetzt muss man natürlich überlegen, warum das nicht funktioniert. Wenn wir jetzt auf eine mikroökonomische, auf die unternehmerische Sicht gehen, dann ist natürlich die Frage, wie kann ich zum Beispiel der Frau Kammüller von, der Leibinger Kammüller von der Firma Trumpf, wie kann ich ihr erklären, dass sie jetzt von ihren 80% Exportquote runterkommen muss? Ja. Was soll sie denn machen? Soll sie jetzt 80% ihrer Produktion stilllegen? Nein, sie soll gar nichts machen. Sie sollte aber zu Frau Merkel gehen und sie kriegt bestimmt einen Termin am nächsten Tag, wenn sie da hingehen will. Und sollte Frau Merkel sagen, dass sie auf jeden Fall verhindern muss, dass Leibinger seine Produktion über Nacht einstellen muss, weil nämlich die D-Mark um 50% aufgewertet wurde, weil der Euro zerbrochen ist. Das ist nämlich das Schlimmste. Unternehmen können sich an alles anpassen, wenn sie Zeit haben. Wenn sie 10, 15 Jahre haben. In meinem Modell haben sie 10, 15 Jahre, um sich anzupassen. Das schaffen die Unternehmen. Aber wenn es über Nacht passiert, wenn innerhalb von 3 Tagen der neue französische Franc um 50% aufwertet, dann sind ganz viele deutsche Unternehmen platt, weil daran können sie sich nicht anpassen. Also, das ist ganz einfach. Ich wollte mal dahin gehen. Ihre Forderung müsste dann sein, die Unternehmenssteuer zu erhöhen? Die Forderung müsste dann sein, die Unternehmenssteuer zu erhöhen? Die Forderung müsste sein, die Reallöhne zu steigern? Ja. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie kann ich von einem Unternehmer, der in einer einzelwirtschaftlichen Logik denkt, wie kann ich das von ihm verlangen? Nö, von ihm kann man es nicht verlangen, bestimmt. Aber man kann solche Vorträge auch vor Unternehmerversammlungen. Und die typische Reaktion von Unternehmern ist, dass sie sagen, naja, ich als Einzelner kann da natürlich nichts machen. Aber wenn jetzt jemand sagt, die Löhne müssen überall um 5% steigen, dann zahle ich meinen Leuten auch 5%. Da sind wir wieder, das Einzelwirtschaftliche hilft eben nicht weiter, sondern wir brauchen gesamtwirtschaftliche Steuern, wir brauchen gesamtwirtschaftliche Ideen, wir brauchen gesamtwirtschaftlichen Druck, auch von der Politik auf die Unternehmen. Und dann geht es auch. Ne? Und dann passen sich die Unternehmer wieder an. Das ist nicht so schwer. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was Baumann Ungerecht vorhin gefragt hat. Vielleicht müssen wir doch radikaler in die Sache rangehen. Also wir können jetzt nicht die Arbeitslosigkeit. Ich bin schon so radikal, ich bin
Bei den Lösungen. Wir konnten doch jetzt nicht mit dem Argument der Arbeitslosigkeit auf ein Wachstumspfad setzen. Aber doch nicht ab jetzt. Ab in 10 Jahren. Bin ich gerne dabei. Wir müssen diese Welt umsteuern, das ist richtig, aber nicht übermorgen. Sondern wir fangen jetzt an, wenn wir das begriffen haben, wenn wir alle diese makroökonomische Logik begriffen haben, wenn wir die richtige Wirtschaftspolitik machen, dann machen wir gleichzeitig ein Programm, das über 50 oder 100 Jahre diese Welt vor sich selbst rettet oder die Menschheit vor sich selbst rettet. Da bin ich sofort dabei. Aber nicht sagen, jetzt sind wir gerade bei Null, jetzt bleiben wir bei Null. Das ist okay. Aber politisch wäre die Forderung, dass wir also eine Vision für eine Welt, die wir ökonomisch haben wollen, für eine Ökonomie, die wir haben wollen, dass wir aber dann anfangen müssen, auch umzusteuern. Ja, genau. Also in radikaler Weise. Ja, wir fangen morgen an. Weil 2017, wenn die Wahl dann vorbei ist. Wir fangen morgen an, aber nicht in dem Sinne, dass wir sagen, jetzt ist Schluss. Sondern indem wir sagen, jetzt fangen wir an umzusteuern. Das ist ein großer Unterschied. Ja, aber dieser Umweg, dass ich sozusagen jetzt alle auffordern muss, konsumiert mehr, damit wir die Probleme lösen, der gefällt mir nicht. Wir fangen ja morgen an, vernünftig zu konsumieren, weil wir ab morgen umsteuern. Aber erst in kleinen Schritten und nicht wiederum nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist genau wie diese Aufwertung. Das ist genauso verrückt wie die Aufwertung, zu sagen, von einem Tag auf den anderen steuern wir um. Nein, nichts steuert sich von einem Tag auf den anderen um. Dann kriegen Sie es überhaupt nicht zustande. Wir kriegen politisch überhaupt nur zustande, solange wir noch Demokratie haben, jedenfalls. Diktaturen mag das anders sein. Wenn wir es allmählich machen, wenn wir es über einen langen Zeitraum strecken. Wenn die Welt dabei untergeht, dann haben wir Pech gehabt. Aber anders geht es nicht. Ja. Ja, ich hätte noch eine Frage. Ihr Vortrag hatte so in gewisser Weise zwei Ebenen. Sie haben immer wieder über die Probleme in der Wissenschaft gesprochen, also dass die Irrtümer aus der Wissenschaft kommen, und haben dann auf der anderen Ebene darüber gesprochen, was Politik ändern muss. Ja. Was Sie nicht angesprochen haben, was glauben Sie denn, wie kann sich denn in der Wissenschaftslandschaft was verändern? Also was muss passieren, damit kritische Ökonomen mehr Gehör bekommen? Ja. Was muss passieren, damit nicht mehr Hans-Werner Sinn eingeladen wird bei Anne Will, sondern Sie zum Beispiel? Also was kann man tun, dass auch kritische Wissenschaftler ein besseres Standing in gewisser Weise haben? Naja, das ist eine Frage der Bildungspolitik im Prinzip. Bildungspolitik muss in ökonomischen Fragen dafür sorgen, dass Fakultäten heterogen besetzt sind. Punkt aus. Es gibt keine Selbststeuerung der Wissenschaft, die das hervorbringt, offensichtlich. Die gibt es nicht. Das sehen wir in Deutschland, Schweiz, Österreich. Das ist absolut typisch. In angelsächsischen Ländern ist es völlig anders. Ne? In angelsächsischen Ländern funktioniert die Selbststeuerung so, dass immer noch wenigstens ein paar Reste von keynesianischen Gedanken da sind und anderen Gedanken überhaupt. In Deutschland funktioniert sie nicht. Das müsste man auch zur Kenntnis nehmen. Das müsste die Politik sagen, guck, wir haben ihnen überlassen, 30 Jahre lang. Und was haben sie gemacht? Sie haben es versaut. Es gibt Fakultäten mit 11 volkswirtschaftlichen Professoren, wo alle 11 Neoklassiker sind. Das ist ein Skandal ohnegleichen. Und da muss die Politik einkaufen. Da muss die Politik sagen, in Zukunft besetzt ihr 3 heterodox mit anderen Leuten. Punkt aus. Also, wir sind in einer anderen Situation, das müssen wir schon sehen. Also die Hochschulen, also die Universitäten sind in einer relativ geschlossenen Welt, weil sie ein bestimmtes Paradigma verfolgen, das wissen wir seit Thomas Kuhn und wie das alles funktioniert. Fachhochschulen haben eine etwas andere Situation, weil sie ein anderes Rekrutierungselement haben. Wir sind viel heterogener, als sie das in einer durchschnittlichen Fakultät der Universität. Das stimmt, generell. Grundsätzlich. Also wir in Heilbronn, also wir können jetzt nur für unsere Fakultät reden, sind relativ gesehen für das, was es so in der Wissenschaftslandschaft gibt, durchaus heterogen. Aber selbstverständlich wird die herrschende Meinung, weil es ja auch bestimmte Interessen gibt, wird versuchen, diese Position zu verteidigen. Ich bin doch mit einer Sache nicht so ganz einverstanden. Eigentlich müssten vernünftige Politiker diese Themen durchbringen können. Denn es muss einem ja in der Logik einleuchten, wenn man in buchhalterischen Kategorien denkt, was Sie jetzt eigentlich gemacht haben, dass wenn wir über Schulden reden, wir nicht nur über die Schuldner reden dürfen, sondern auch über die Gläubige reden müssen. Dass wenn wir über Staatsschulden reden, wir müssen damit reden, wer eigentlich der Gläubiger ist. Und selbstverständlich sind wir beides, weil wir sagen dann immer, unsere Generation, was wir hinterlassen, wir unsere Kinder und so etwas. Ne? Sitzen aber da, haben unsere Lebensversicherungen und sind eigentlich die Gläubiger der Staatsschulden. Ja, und diese Logik, dass es eben immer nur die eine Seite gibt, die dann betont wird, und da kommt er mit seiner schwarzen Null daher, nicht nur übrigens der Bundesfinanzminister, sondern unser roter Wirtschafts- und Finanzminister, der ist ja auch ganz stolz auf seine schwarze Null, redet aber immer nur über die eine Seite der Medaille. Warum sind Politiker nicht so
Durchsetzung stark, auch in der öffentlichen Meinung, und ich glaube da nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien, dass sie diese Themen viel stärker betonen. Ich glaube, das liegt an, meine Sachen sind zwei Dinge. Das eine, jetzt muss ich mal persönlich werden im Sinne von Parteien ansprechen. Die CDU ist eine Partei, die sich prinzipiell versteht als der Vertreter der schwäbischen Hausfrau oder der Vertreter des schwäbischen Unternehmers. Und sie muss sozusagen, um sich selbst zu charakterisieren, muss sie einzelwirtschaftlich denken. Sie darf niemals gesamtwirtschaftlich denken, weil Gesamtwirtschaft ist links. Ja, Gesamtwirtschaft ist links. Links ist logisch, rechts ist unlogisch, kann man auch sagen. Ja, man muss unlogisch sein. Sie müssen unlogisch sein, weil sie sonst sich mit ihrem Unternehmer im Ort, mit dem Maschinenbaudirektor nicht kommunizieren können. So. Und das ist das eine große Problem. Jetzt gibt es ja nur noch eine große Partei, die das korrigieren könnte. Ne? Die heißt SPD. Jedenfalls in der jetzigen Konstellation. Wird sich irgendwann ändern. Die Partei versucht ja gerade auf 10% zu kommen. Diese SPD könnte das ändern. Die SPD müsste das ändern, weil sie könnte ja sagen, wir denken gesamtwirtschaftlich, selbst wenn ihr das links nennt. Aber wenn diese SPD, und ich war ja dabei, 98, als sie das mal versucht haben, ne? Wenn diese SPD dann sofort auf eine CDU-Schiene springt und der normale Funktionär der SPD genauso dem Malermeister und dem Maschinenbaudirektor nach dem Mund redet wie der CDUler, dann ist alles auf. Ja, wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir in der Parteienlandschaft eine Definition haben von Vernunft oder von links, wie immer man es nennt, ist mir jetzt egal, der von einer großen Partei aufgenommen wird, dann gibt es keine Chance, etwas zu kommunizieren. Und da sind wir gerade, in dieser Welt sind wir gerade. Wir schaffen es nicht mal, Sie haben es ja gesagt, diesen lächerlichen Zusammenhang den jungen Leuten zu erklären, dass sie von der Staatsschuld natürlich überhaupt nicht betroffen sind, negativ, weil sie eben auch die Forderungen erben. Sie erben die Forderungen und die Schulden, und bleibt immer null. Der Gesamtergebnis ist immer null. Aber selbst das schaffen wir nicht zu kommunizieren. Wir schaffen es nicht, das in die Medien zu bringen, sodass jeder Politiker, der das den Mund aufmacht und das sagt, sofort in tausend Stücke zerrissen wird. Ne? Da gibt man das schöne Beispiel, Frau Merkel ist Physikerin. Ne? Wenn Frau Merkel sich morgen hinstellen würde und würde sagen, ne? Sie sagt ja, alle müssen wettbewerbsfähiger werden, das ist Unsinn. Alle müssen Schulden abbauen, das ist Unsinn. Grandioser Unsinn, gegen die Logik. Ne? Frau Merkel sich morgen hinstellen würde und sagen, ich habe jetzt die Lösung für das Umwelt, alle unsere Klimaprobleme, wir verbrennen jetzt die Energie einfach vollständig, dass nichts übrig bleibt. Ja, was würde passieren? Ja, das ist natürlich gegen einen fundamentalen physikalischen Lehrsatz, ne? Der Erhaltung der Energie. Ja, übermorgen würden alle Physiker in der ganzen Welt aufstehen und würden sagen, Frau Merkel, halt die Klappe, du hast keine Ahnung davon. So, was tun die Ökonomen? Nichts. Schweigen. Das ist der einfache Punkt. Ja, vielen Dank, ich muss los. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause, das heißt um 19:15 Uhr, würde ich sagen, geht der Vortrag von Ralf los.